In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine Noppe häkelt. Und zwar auch nur das, wie man eine Noppe häkeln kann. Und ich werde euch das jetzt einmal ganz langsam und ausführlich zeigen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Zunächst habe ich hier feste Maschen gehäkelt, damit das so besser ist zum Zeigen. Und wenn ihr mit einer Noppe anfangen möchtet, nehmt ihr einmal den Faden, dann geht ihr in die nächste rein, stecht das durch, hinten nehmt ihr wieder den Faden, zieht ihn nach vorne durch, so dass ihr drei Schlaufen auf der Nadel habt. Dann nehmt ihr wieder den Faden, geht durch die ersten beiden Schlaufen durch, so dass ihr zwei Schlaufen auf der Nadel habt. Dann nehmt ihr wieder den Faden, geht wieder in dasselbe rein, in dasselbe Loch, hinten wieder raus, den Faden von hinten nach vorne. Jetzt haben wir vier Schlaufen auf der Nadel. Nimm den Faden, gehen wieder durch die ersten beiden Schlaufen durch. Jetzt haben wir drei auf der Nadel. Dann nehmt ihr wieder den Faden, wieder in dasselbe Loch rein, Faden von hinten nach vorne rausnehmen, den Faden nehmen und durch die ersten beiden Schlaufen durch, so dass wir vier Schlaufen auf der Nadel haben. Das machen wir jetzt so lange, bis wir sechs auf der Nadel haben. Jetzt nehmt ihr wieder den Faden, wieder in dasselbe Loch rein, Faden von hinten nach vorne holen, Faden nehmen, durch die ersten beiden Schlaufen. Jetzt haben wir fünf auf der Nadel. Faden nehmen, in dasselbe Loch rein, hinten raus den Faden von hinten nach vorne nehmen, Faden nehmen und durch die ersten beiden Schlaufen durch. So dass wir sechs Schlaufen auf der Nadel haben. Das ist gut erkennbar. Dann nehmt ihr nur noch den Faden und zieht durch alle sechs Schlaufen durch. Und somit wäre eine Noppe fertig. Jetzt häkelt man weiter mit festen Maschen. Und so entsteht auch die Noppe. So, ich häkle mal nur die Reihe zu Ende, um euch das Ergebnis auf der anderen Seite mit der Noppe zu zeigen. So, zu Ende gehäkelt. Ich drehe euch das mal um. Und so sieht jetzt unsere Noppe aus. Man kann sie sehr gut erkennen, sehr deutlich. Und dann verlinke ich euch unten meine Videos, die ich schon mit den Noppen gehäkelt habe. Unter anderem ein Elefant, ein Unendlichkeitszeichen und eine Mickey Maus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal. Es kommen demnächst jetzt ganz viele Noppenhäkel-Videos. Bis dahin!